Hallo zu Inside Politics. Heute mal geht es um ein wirtschaftliches Thema. Ich bin hier mit Herrn Eberhard Schrempf, seines Zeichens nicht nur FH-Professor, sondern Sie sind auch der Geschäftsführer der Creative Industries. Meine Frage ist, was ist Design und welche wirtschaftliche Bedeutung hat Design für Graz und die Steiermark? Darüber, was Design ist, haben sich schon tausende Menschen die Köpfe zerbrochen. Die Antwort ist enorm vielfältig und mir ist wichtiger, eigentlich daran zu arbeiten, dass die Leute verstehen, was Design leisten kann und welche Auswirkungen es hat. Design ist, Gestaltung, Design ist hierzulande viel zu sehr als Styling, als Oberflächenbehübschung noch verstanden. Design ist aber eigentlich viel mehr, ist ein Gestaltungsprozess, ein intelligenter Gestaltungsprozess, das letzten Endes Innovationstreiber ist. Design könnte man auch sagen, ist sozusagen ein Differenzierungsmerkmal. Das ist deshalb wichtig, weil es gibt jene Produkten, Services, Entwicklungen, die Form, die Bedeutung, die für die Differenzierung von Dingen wichtig ist. Und damit erkläre ich sozusagen Design. Ich verstehe. Und wie wollen Sie die Designstadt Graz, weil Graz ist nun mal die City of Design, weiterentwickeln? Welche Schritte, welche Aktionen wollen Sie setzen? Sehr wichtig ist, dass Design in dem Verständnis, sozusagen in die DNA der Stadt einsickert. Das ist ein Prozess, der längerfristig gedacht werden muss. Auf der einen Seite natürlich dieser Kultur bzw. dieses Netzwerk, der UNESCO City of Design, als ein Ort, weil es uns Möglichkeiten und Optionen schafft, wirklich Brücken in andere Städte zu bauen, in andere Kulturen zu bauen, die dann die Kreativen, die Kreativwirtschaft, die Designer entsprechend nutzen können. Wir haben hier Partner und Verbündete, die natürlich diese Chance auch mit uns gemeinsam nützen wollen. Wir haben da einen riesigen gemeinsamen Markt. Welche Partner wären das? Im Moment sind 16 Städte in Europa, etwa Turin, Bilbao, Berlin, Helsinki, dann die Saint-Étienne in Graz. In Nordamerika ist es Buenos Aires. In Japan sind es 2 Städte, Nagoya und Kobe. In China sind es 3 Städte, in Seoul, in Korea. Also das ist eine Riesenchance. Nicht nur kultureller Austausch, sondern tatsächlich auch einen Mehrwert zu erreichen, dadurch, dass man andere Zugänge hat, indem man diese Brücken auch nützt, die wir bauen. Gut, dann haben wir noch eine Frage. Ich habe mir vor kurzem einen 3D-Drucker gekauft. Das ist eine Grund, ich habe jetzt Maschinenbau und habe daher auch viel mit Design zu tun. Wie wollen Sie jetzt sozusagen der Generation 20-, also der Jugendlichen und Kinder, Design näher bringen, auch neue Technologien wie eben 3D-Druck, 3D-CAD und so weiter? Wie soll man das im Schulunterricht einbauen? Gibt es da auch konkrete Projekte? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Tools auch entsprechend nützt und irrsinnig viel experimentiert, ausprobiert und vordringt in ganz neue, unbekannte Sphären. Das ist etwas, was die gesamte Industrie, die gesamte Produktionsgesellschaft revolutionieren wird. Das Wissen darüber ist enorm wichtig, das dann entsprechend zu teilen. Und da habe ich bei der jüngsten Generation, die sich damit auseinandersetzt, überhaupt keine Sorgen, dass das nicht auch entsprechend passiert. Es gibt Fab Labs, es gibt Think Tanks, es gibt Foren und, die sich damit beschäftigen. Und es wird eine ganz neue Dimension von Produktentwicklung, Gestaltung und letzten Endes auch Produktion erzeugen. Dann danke ich fürs Gespräch und wünsche noch frohes Basteln, wenn man das sagen kann. Frohes Basteln ist gut, danke.